So, Hufbeine! Vielleicht können wir irgendwie über Hufbeine zu dem. Vielleicht sehen wir ihn ja irgendwie in weiter Ferne. Mit der Gitarre in der Hand. Und er spielt ein trauriges Wiegenlied. Ja. Schau mal, das ist der Schuchteli. Hä? Aber das war doch gar nichts. Man muss irgendwo im Weg sein. Hä? Zur Schlucht, zur Hochweide. Hä? Hä? Großvaterli, wo bist denn du? So, komm, wir jodeln den Fiers mal ein. Komm her, lass dich bejodeln. Voll niedergeschlachtet. Ja. Auch jodeln macht Spaß. Wenn man von hier aus springt, kann man nicht irgendwie ran. So. Ne, aber warte mal, hier ist doch was. Ähä. Ups. Aha. Okay, das war eine sehr blöde Idee, glaube ich. Das war bis jetzt heute meine schlechteste Idee, die ich bis jetzt hatte. Ja. Hops. Ja. Wir gehen nochmal auf der Hochweide. Ah ne, so der Eschefelsen hier. Wollen wir gar nicht hin. Wir wollen auf die Hochweide. Klick, 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 klick. Ah, la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 l
Um ihn zu lösen, müsste man den schmalen Grat dort entlang klettern. Aber das ist zu gefährlich. Nun gut, mir bleibt keine andere Wahl. Pass auf! An Felswänden, die mit einem Symbol versehen sind, kannst du entlang klettern. Drücke dazu die Enter-Taste. Ab und zu kommt Heidi aus dem Gleichgewicht. Dann musst du den Pegel mit der Pfeiltaste nach unten im grünen Bereich halten, damit sie nicht abstürzt. Ach, meine Nerven. Also ein Spiel, was bloß als Minispiel besteht, oder wie, oder was? Aha. Dam, 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 dam. Ich bin schon Claude Van Dammisch. Sieht noch irgendwas? Nee. Okay, da machen wir das mal. Los. Quietsch, quietsch, quietsch. Sieht aus. Uah. Ja klar. Ja, nee, alles klar. Hab schon keine Lebensenergie verloren, ein gutes Herz. Ach, meine Nerven. Ey, das ist ein scheiß Spiel. Aber wie gesagt, auf jeder Art und Weise macht das Spaß. Das macht wirklich Spaß. Irgendwie. Kommt mal im zweiten Level, ne? Scheiß Minispiele. Schnauze. Lass dir einen jodeln, Baby. Ich frage mich, wie kleine Kinder das schaffen sollen, in der Geschwindigkeit dann das runterzudrücken. Gut, ich war zwar straff gefasst, aber... Mit der Pfeiltaste, dann würde ich Pfeiltaste nach unten drücken, oder was? Oder wie? Oder was wie jetzt? Ach, ne ja. Wir sind ja gleich wieder an Ort und Stelle. Ja, wie schön. Die kleine Fliege nervt mich auch bei diesen überaus. Lass dir ein jodeln, Baby. Oh Mann, die ist so schnell bewegt. Ich bin cool. Kotz die Wand an. So. Blöde Sau. Okay, weiter geht's. Es geht weiter, Freunde. Okay. Also mein Feld ist schon mal nach unten, wie ein ganzer wie ein Mann. Na, wollen wir mich jetzt verarschen? Also muss ich ihn auch auf der Feldaste rumhämmern. Okay, dann hämmern wir ihn auch auf der... Jetzt muss ich jetzt verarschen. Ich drück jetzt einfach nur. Ich war schon früher immer in der Druckerkolonne. Och, du Sau, das stirbt mir doch der Hand ab. Hallo. Ich bin natürlich früher schon mit dem kleinen Drücker. Ja, jetzt. Guck mal, siehst du, jetzt muss ich das verarmen. Arschen. Boah, puh. Ey, was ist das für eine Scheiße? Okay. Hallo, ich seh nix. So. Rumpel die Pumpel, Wäschwerkumpel. Lässt euch ja wirklich wieder drüber, das sehe ich gar nicht ein, das springe ich doch. Whee! Du bist kurz bis ganz runtergefallen, du kleine, blöde, mies Muschel. Und jetzt machst du einen kleinen Hupser und schreit Aua. Ist doch sowas für ein Blöd, diese Heidi. Warte mal, ich muss mal kurz wegjubeln, ich brauch mal meinen. Okay, ich habe einen Stein eingejudelt. Voll weggematcht. Okay. Großvater, gucke doch! Das hast du sehr gut gemacht. Oh, mein Knie. Oh, Großvater! Nein! Darf ich vielleicht die Pflanzen für den Doktor suchen? Dann könntest du zur Hütte zurückgehen.
Einverstanden. Eine der Pflanzen wächst an steilen Felshängen, die andere auf Bergwiesen. Beide sind sehr auffällig. Du kannst sie nicht übersehen. Na was, dann stimmt, du gehst heim. Oh ja, klar, dass ich jetzt den Müll hier machen muss. Okay. Aha, aha, aha. Da, da, da. 1, 2, 3. Okay, der holen wir sie mal. Dann holen wir sie mal. Gut, auf geht's. Du machst mir gerade aus, weil das scheint ja die erste zu sein. Schnauze. So. Guckst du dumm, hä? Hahaha. Sag mal, voll der Judelkünstler. Ich jude dir einen, Baby, bis du mit den Ohren schlackerst. Mach doch falsch. Bin. Was geht das wieder los? Also muss ich doch wieder deutsche Tiefe oder was? Ich muss nachher Brief für die Platte für den Dr. Bellux finden. Holen wir uns erstmal den Brief. Gut. Holen wir uns erstmal den Brief vor der Stocken und dann holen wir uns das andere Zeugs. Würde ich zumindest behaupten, Freunde. Na, guck dir noch zu, ich glaub's weniger. Komm her. Komm, lass dir alle judeln, du mit deiner großen dicken Nase. Was kannst du denn mit der Nase alles so tun? Die ist so dick und so spitz. Okay, erste haben wir. Gut, dann müssen wir rauf jetzt auf den Zickbettle. Nehmen wir uns meinen Brief. Okay. Geh mal weg. So fast oben bei den Zickbettle. Na Zickbettle, hast du die Pflanze lieb, Familie? Sieht zufällig aus irgendwo. Das ist eigentlich so. Ja, ja, ja. So, so und jetzt, ja, ganz stark. Ich will jetzt mal gucken, ob ich den Brief holen kann. Lasst mich durch, ich will gucken, ob ich den Brief holen kann. Lass dir hoppen, hoppen wir. Scheiß drauf, die Blöden. Hallo, Rudi. Ja, Rudi. Lass mal stehen. Aber gegen die Pilze ist kein Kraut gewachsen, oder? Sieht jedenfalls so aus. Gegen die Pilze, die kennen wir keinen Judeln. Ja, gemeine Judelpilz. Hier sind die Heiteli und freuen uns, Lee. Lass mich springen, Lee. Nein, so springen wir nicht, weil er macht sie wieder Au. So, okay. So, laufen wir hier hinter. Laufen wir hier rauf. Ja, diese Spannung dieses Spiels ist wirklich unerträglich. Das ist fast so schlimm wie Bobby. Ne, Bobby ist glaube ich noch viel schlimmer. 2, 4, 6, wir müssen noch 6 Viecher besiegen, damit wir viele Lebensbanken haben hier. Oh yeah! Okay, wir drücken jetzt einfach, wir werden nicht aufdrücken. Ich bin früher schon ein kleiner Drücker, ich war immer so drückelig. Ich habe mich immer gedrückt, egal für was. Mal schnell aufdrücken. Oh, ich drücke das Finger an. Ich schwimme kurz vor dem Ende, dann fahren wir runter. Boah, leck mir am Arsch! Oh, ei, 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 ei! Aha. Storik. Lass mich in Frieden! Du Widerpurst! Was ist wieder jetzt zurück? Boah, ich stehe da wirklich schon final. Ich guck auch nicht hin, ich schau einfach, bis sie drüben ist. Und ich drück einfach ein bisschen wahnsinniger. Boah, Mann, nur mehr. Das ist jetzt nicht das Wunderfeld, das ist halb so schlimm. Boah, Mann, ich soll das ein kleines Kind machen. Soll ich mich schon verarschen? Ja! Ach, soll ich wieder mit dem Maus spielen? Ach, Mann. So, jetzt haben wir einen Brief, brauchen wir die Pflänzchen. Und das sieht doch gut aus hier. So, wo könnten die Pflänzchen sein, was? Wir gucken mal auf dem Radar, wa?
Mhm. Aha. So Schlucht, dass eigentlich die Weide ist. Hui. Gut. Und mehr lang? Da rennt man wirklich drei Folgen, wir sind jetzt hier durch die Kante, um irgendwas zu suchen. Das ist doch Nerv. Hui. Du hast gesehen, ich bin doch voll durch die Wand gelaufen. Mit dem Kopf durch die Wand. Mit dem Schädel durch die Wand. Da freut sich der Herr vom Land. Ob hier irgendwie ein super Secret ist. Da hinter dem Wasserfall ist doch meistens so ein super geheimer Versteck. Ein super geheimer Versteck mit irgendwie Rollenschatz. Nicht, das ist okay. Hm. Wie geht der denn hier lang, weißt du? Schnauze. So, gehen wir mal hier rauf. Wo ist das Pflänzeli? Wo könnte das sein? Okay, ich guck genau drauf. Von hier aus. An dem Strickhang. Ja, warte mal, ich komme, mein Kleiner. Komm, gib deine Nase, ich will dich judeln. Jetzt brauchen wir noch vier. Gut, machen wir das mal. Das wird sich doch bestimmt auch mal als Minispiel entgucken hier. Und hier. Können wir irgendwie ganz cool um die Wand sliden. Okay, wir probieren es lieber gar nicht aus. Ich habe keinen Bock, das ganze Zeug nochmal zu tun. So, wo könnte diese blöde Blume sein? Wir steuern hier irgendwie gerade drauf zu. Ich muss nach Astrid und die Pflanze für Dr. Rebox finden. Rebo finden. Rebox. Wie bist du von den Rebox oder was? Bist du Nazi? Ach nee. Vielleicht hier. Vielleicht voll hier. Ja, so. Na, bist denn du ein hässliches Kind? Ich bin jetzt ganz normal dort runtergesprungen. Die schreit, aua, die ist vor uns den ganzen Felsen runtergeflogen und hat sich nichts getan. Also die Kollisionsabfrage haben sie ja sehr gut gelöst in diesem Spiel. Komm her, ich will sie komplett die Blumen wieder zusammenlutschen. Komm her. So. Mist, fang ich wieder von vorne an. Okay, also muss irgendwo da drüben dann diese blöde Blume sein. Irgendwo. Irgendwo und nirgends. Nirgends auch und nirgends. Ey Mann, ich hab voll den Brief, weißt du. Ja, wenn wir runterplümsen, bricht sie sich wieder alle Knochen und jammert wieder rum. Kleines Weichei. Ist doch gar nichts. Müssen wir rüber. Ein End drücken. Zur Schlucht. Ja. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr mich auch gern abonnieren. KP Let's Play sagt Dankeschön.